So, erster Shoppingtag in Aalen. Das Wetter ist toll. Ich bin Lars Reckermann, der Chefredakteur der Schwäbischen Post. Und wir haben mal geguckt, wie diese Stadt wieder, man muss es sagen, aufblüht. Wir haben auch tolle Gesprächspartner hier, nämlich Frau Schmitz, Einzelhändlerin, Herr Riegel, Einzelhändler und einer, der eigentlich alles ausbaden muss, das ist der Herr Skusa, der das Ganze hier am Leben halten muss. Was ich festgestellt habe, ich bin heute mal wieder durch die Stadt gelaufen, habe ganz viele Menschen gesehen und jetzt gehen wir mal zu Frau Schmitz. Hallo. Hallo. Das Lächeln ist schon da. Ja. Es ist toll, oder? Erleichternd, wunderschön, endlich wieder Menschen in der Stadt zu sehen und halt auch im Geschäft, aber auch die Innenstadt, die endlich wieder lebt, wirklich seit Monaten, so eine üble Leere. Es ist wunderschön und es ist wirklich besser angelaufen, als wir uns erhofft haben. Wie oft haben Sie sich jetzt in den letzten Wochen auf die Hände gebissen, weil man nicht wusste, wie geht es jetzt weiter? Das war ja kein Plan, den man so hatte, so nach dem Motto, heute können wir öffnen, sondern man guckt auf Zahlen, man guckt, gehen sie runter, gehen sie hoch. Und dann war es jetzt endlich soweit. Wie lange haben Sie diesem Tag heute entgegengefiebert? Also irgendwann habe ich ehrlich gesagt die Hoffnung komplett aufgegeben und habe gedacht, okay, da müssen wir uns wohl noch Monate durch, weil es ja so aussichtslos war. Und dann ging es jetzt am Schluss noch schneller als gedacht. Es ging dann plötzlich wirklich rapide bergab und dann waren wir aber so, was jetzt? Echt cool, los geht's. Und dann waren wir wirklich Feuer und Flamme. Aber davor, es war schon echt jetzt eine bittere Zeit. Wie sind die Reaktionen der Leute, die jetzt zu Ihnen kommen? Sie müssen negativ getestet sein, Sie müssen es ein bisschen erklären. Sind die sauer? Sind die einfach froh, dass sie wieder rausgehen können? Also es gibt alles. Es gibt mit Sicherheit die, die das alles super kacke finden, die auch gar nicht in die Stadt kommen. Und es gibt aber auch zum Glück ganz arg viele von denen, die sagen, gut, ich verstehe es zwar nicht, warum ich jetzt für Klamottenladen, Schuhladen einen Test brauche und für alle anderen nicht, aber ich mache das, weil ich in die Stadt möchte. Ich mache es für die Läden, dass es weitergeht und weil ich einfach wieder Lust habe, einzukaufen. Da gab es wirklich alles. Ist in Ihrem Laden denn gut was los? Ja, heute war wirklich gut was los. Wir haben es wirklich nicht erwartet, bin ich ehrlich. Wir haben auch mit wenig Personal gestartet und ab direkt 13 Tür auf beide rein, dass ich dachte, wow, alles erledigt. Keine einzige musste ich irgendwie darauf hinweisen. Wirklich Wahnsinn. Also sehr, sehr, sehr zufrieden. Okay, dann mal gucken, was der zweite Einzelhändler sagt. Testzentrum, die Leute haben gute Laune. Sind die fröhlich? Sie lachen endlich oder? Ich lache und ich freue mich mit Menschen, die zu uns in den Laden kommen. Ich freue mich über die volle Stadt, wie unsere anderen Händlerkollegen auch. Ich freue mich über einen normalen Umgang wieder, über Kontakte und das ist ganz, ganz wichtig. Die Leute kommen rein, die sind auch positiv begeistert eigentlich von unseren Bändchen, weil wir sind hier einer der tollsten Clubs. Club-Atmosphäre, jeder, wo ein Bändchen hat, gehört zu. Und man muss es auch einfach mal positiv sehen. Deswegen, viele freuen sich, dass sie ein Bändchen überhaupt bringen, sind total überrascht, haben es doch gar nicht mitgekriegt, dass sie da damit überall rein dürfen nachher. Und das erweckt die Lebensgeister und die Leute sind auch. Lassen die denn auch Geld wenigstens da oder gucken die nur? Nee, die, wo kommen, die lassen auch Geld da. Die freuen sich, dass sie shoppen können. Es gibt natürlich auch welche, das muss man auch sagen, die kommen rein, sind völlig geflasht und sagen, sie sind völlig überfordert mit der großen Auswahl, mit allem und laufen durch und freuen sich, dass wir einfach nur da sein dürfen und die sind auch bei uns herzlich willkommen. Wir wollen ja wieder einen Normalzustand und das ist der erste Weg zum normalen Zustand, dass sich die Leute freuen und einfach da sind. Jetzt müssen Sie mir, Herr Skusa, erklären, was das mit den Bändchen denn nun auf sich hat. Sind wir jetzt alle der Club Aalen? So ist es. Wir sind so sogenannt der Robinson-Club Aalen. Ich laufe auch ohne kugelsichere Weste rum. Es ist tatsächlich so, man muss viel überlegen, wenn man so ein Projekt angeht, wie kann man wieder starten. Zum ersten Mal brauche ich einen Haufen Teststationen, dass keiner sagt, ich muss erst bis zum Industriegebiet rausfahren, um mich testen zu lassen. Jetzt haben wir jetzt 6 Stationen in der Innenstadt. Das Zweite, wie kann ich es erleichtern? Es gibt ja bestimmt 15, 20 verschiedene Arten von Zertifikaten. Wie soll denn jetzt unser Einzelhandel überprüfen, welches gilt, welches selbst gemacht, welches von Tante Erna, sondern die brauchen irgendein System. Und da ist uns am einfachsten eingefallen, dass wir den Wert mit Stempel machen können, Ohrringen oder sonst was. Aber da ist nach einer Woche einkaufen der ganze Ohr voller mit Ohrringen. Das heißt, die Bändel sind das Einfachste. Und das ist tatsächlich, wer es nicht kennt, man kennt es von Festivals, man kennt es von Konzerten, Cluburlaub, das ist einfach ein schönes VIP-Element und in der Tat ist es so, unsere Einzelhändler sind eine große Familie und da zählen wir unsere Kunden mit dazu und alle können jetzt praktisch Mitglied dieser Familie werden mit diesem Bändel. Ja,
Haben Sie eine Zahl? Wir haben es vorhin schon mal gefragt, wie viel jetzt ungefähr im Umlauf sind. Also mir kommt die Stadt extrem voll vor. Ihnen wahrscheinlich noch nicht so extrem voll, aber für mich war sie halt die letzten Wochen extrem leer. Da war ja nichts, wenn man so will. Habt ihr eine Zahl? Also wir haben jetzt ca. 15.000 der Bändler ausgegeben und vorhin haben wir zwei Betriebe nachgeliefert. Also von daher gesehen, es läuft gut an. Und in der Tat wissen wir eigentlich, wie es weitergeht. Sollte die Inzidenz unter 100 gehen, dann ist der Handel, wenn das festgestellt wird, zum Landesamt auch raus mit den Tests. Dann kommen die Läden ohne Tests müssen. Aber es kommt ja die Gastronomie noch dazu, es kommt die Kultur dazu. Also mal schauen, wie lange wir die Bändel brauchen. Ich gehe davon aus, noch die nächsten 2-3 Wochen. Und da sind wir dann auch vorbereitet. Frau Schmitz, wenn wir jetzt wieder zu... Die Innenstadt lebt auch von Gastronomie und sowas. Erwarten Sie dann nochmal den Push, wenn man auch wieder draußen sitzen kann? Absolut. Und ich glaube, die Leute sind so durstig danach, endlich mal wieder draußen zu sitzen, in den Biergarten, in den Café. Das fehlt wirklich. Das sagen auch immer wieder einige, wenn man jetzt noch wohin sitzen könnte für ein Päuschen in der Sonne, vor allem wenn jetzt dieses Wetter einfach gut wird und mitspielt, dann brauchen wir das in den Innenstadt. Das brauchen wir alle Händler, um das ganze Wohlbefinden nochmal zu steigern. Und dann ist bestimmt auch die Kaufkraft einfach noch höher und die Lust auszugeben noch größer. Wie bereitet man sich denn jetzt darauf vor? Also knallt sie jetzt unter 100, dann können wir ein bisschen mehr machen. Wir brauchen 5 Werktage, ganz wichtig. So richtig planen kann man es immer noch nicht. Geht der erste Blick wirklich mal zum RKI und zu gucken, wo sind wir? Also ist die neue Währung für den Handel die Inzidenz? Also Gott sei Dank sind wir jetzt ja gut unter 150, dass da nicht so die Angst da ist, dass wir da wieder drüber kommen. Aber es ist natürlich die Hoffnung gerade ganz groß, dass wir unter 100 gehen und jetzt 2 Tage wirklich so knapp drüber. Das war echt ärgerlich. Gerade auch man fiebert ja mit allen anderen, die dann öffnen dürfen, nämlich der Gastronomie, die schon wirklich viel länger in der Durststrecke noch hängen als wir. Und ja, man guckt schon tagtäglich, haben wir es geschafft, sind wir unter 100, geht es jetzt vielleicht auch wieder für die Innenstadt noch schöner weiter, ja. Ja, doch. Sehr schön. Herr Riegel, einmal noch, Sie sind gerade durch die Stadt gelaufen. Sie haben, glaube ich, nur fröhliche Gesichter gesehen oder auch betrübte dabei? Nee, ich habe eigentlich nur fröhliche gesehen, die wo wollen, die kommen ja auch. Sich da ein bisschen Frischluft, was vielleicht auch sicherer für ein oder andere sich anfühlt. Aber hier in der Stadt, wir sind froh und fröhlich, dass wir Zeit dürfen und genauso finde ich das und die Menschen. Ist es eigentlich schwierig, dann so eine Personalplanung zu machen für so einen Einzelhändler? Man weiß ja nie, was ist gerade wieder erlaubt, wie viel kommen rein. Jetzt kann man genau abschätzen, sie haben eine gewisse Größe und wissen genau, wie viel da rein dürfen. Ist das jetzt personalintensiver, alles zu kontrollieren? Die Leute vor dem Eingang nochmal zu sagen, Leute, wir sind voll oder hat sich das schon eingebürgert? Und vor allen Dingen, warten die artig oder rumoren die? Also, das ist eigentlich das Tollste und das muss man auch wirklich sagen, das war die Erkenntnis auch von heute Morgen. Die Leute, die sind wirklich so toll nachsichtig auch und die gucken auch aufeinander. Also, das ist kein Egoismus, sondern das ist wirklich genau das, dass auch eine Familie sagt, die mit 4 Leuten da ist, komm, sollen wir kurz rausgehen, weil sonst ist es voll. Und das machen die auch und die warten und die... Jetzt erstmal, dass man einfach sagt, wir sind froh, dass der Laden auf hat, dass die Leute reingehen können und shoppen können? Oder gibt es irgendwas, was in der Packung hat, wo man sagt, komm, das Höhen vor dem Berg? Also in der Tat muss man das mal angucken, aber wir starten mit unserem Blumenkübel Ende Mai und im Juni unsere Sommeraktion mit tollen Wintern über Aalen. Wir werden uns die Stühle wieder reinbringen. Wir haben Strandsituationen, die wir nachbauen wollen, vom Rathaus an unterschiedlichen Stellen. Und es kommt vor allem auch die Aktionen wie unsere Schaufenster zur Kunst und auch unsere Künstlertische. Also es ist schon wichtig, dass die Aktionen jetzt weitergehen, dass die Stadt lebt und dass wir dann tatsächlich diese Atmosphäre zurückkriegen, die wir uns eigentlich immer wünschen, Aalen, nördlichste Stadt Italiens. Ja, liebe Leute, das war ein kurzer Einblick. Ich bedanke mich bei Frau Schmitz, bei Herrn Riegel, bei Herrn Skusa. Und Journalisten wird ja gerne nachgesagt, dass wir ein bisschen Distanz zu der ganzen Situation haben müssen. Ich weiß, wie schwer es der Einzelhandel hatte. Also, kommt in die Innenstadt. Wenn die Geschäfte wieder aufmachen, wenn die Kultur, Gastronomie wieder aufmacht, wenn die Kultur
Kultureinrichtungen wieder aufmachen. Rein in die Stadt. Die Leute haben lange auf euch gewartet und von da freuen die sich alle tierisch. Also ich kann sagen, Frau Schmitz lächelt, Herr Liebe lächelt, Herr Skusa lächelt. Dann sind wir wieder dabei, dass sie auch ganz lange lächeln. Es gibt